Heute dürfen wir beim PC Building Simulator zum einen mal wieder zwei PCs bauen und dann haben wir Diagnose, Übertakten, Diagnose, Diagnose und Übertakten. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal gerade mit den ganzen Teilen. Wir haben ja ein bisschen eingekauft, beziehungsweise ich habe schon mal vorab bestellt. Die ganzen Teile, die wir das letzte Mal schon rausgesucht haben. Da hätten wir, ich glaube, wir haben zweimal dasselbe Gehäuse genommen. Der Cooler Master Mastercase und... Ne, doch nicht. Wir haben ein günstigeres Gehäuse. Wir gucken gerade mal kurz nach, wer wie viel von uns beiden hier als Budget hat. Und dann fangen wir mal gerade mit dem kleineren Budget an. Albert Klein, der hat ein Budget von 1078 Dollar und Lorena Barlow hat ein Budget von 1204 Dollar. Also, Albert Klein, der kriegt von uns dann den günstigeren PC. Ich muss mich jetzt ein kleines bisschen sortieren, weil zwischen den Aufnahmen war da doch ein bisschen Zeit, weil ich noch mich um andere Sachen gekümmert habe. Und deswegen muss ich jetzt halt einfach mal wieder ein bisschen mich zurechtfinden, was so den Zusammenbau angeht. Mainboard ist relativ eindeutig. Da haben wir nämlich zweimal dieselben bestellt. Und von der CPU her machen wir erstmal die passenden. Haben wir auch zweimal den i7-6700, also ist es da auch egal, was wir nehmen. Gibt noch die Wärmeleitpaste dafür. Und als Prozessorkühlung, das machen wir gleich, jetzt holen wir uns erstmal den Speicher. Da hätten wir auch zweimal den Corsair Dominator, beziehungsweise wir haben sogar hier auch nochmal da. Wir könnten auch den nehmen mit 8 GB. Bei dem PC geht es nur darum, dass wir einen Leistungswert erreichen. Das war vom Albert Klein, holen wir uns den gerade mal her. Dann können wir nämlich auch sehen, wie viel Dollar wir noch übrig haben, was wir mittlerweile schon alles verbraucht bzw. verbaut haben. Jetzt gucken wir gerade mal nach der Prozessorkühlung. Da haben wir zweimal hier die Wasserkühlung gegönnt. Die muss vorne hin. Das heißt, wir machen vorne erstmal die Blende ab. Und dann müssen wir mal gucken, an was es scheitert. Ich vermute mal, dass der Arbeitsspeicher an der Stelle hier einfach nicht passt. Dann machen wir den hier mal zu und bauen den hier hinten ein, wegen diesen Kabeln eben. Den Corsair Dominator, gerade egal. Und jetzt nehmen wir nochmal die Wasserkühlung, passt aber immer noch nicht. Ich glaube, es ist das. Ich glaube, das ist das Laufwerksfach hier oben, dieser Laufwerksschacht, genau. Der war's. Jetzt schrauben wir das Ganze hier einmal wieder fest. Laufwerksschacht oben brauchen wir nicht. Wenn wir da einfach die Frontblende wieder ranmachen, ist ja sowieso zu. Na, also es gibt halt einfach hier vorne keine CD-Laufwerke oder so. Wobei, das ist mir schon mal aufgefallen. Die ganzen PCs, die haben gar keine Laufwerke mehr. Ne? Habt ihr da auch mal drauf geachtet? Es gibt immer nur Festplatten. Es gibt keine CD, DVD, Blu-ray-Laufwerke oder irgendwas in der Richtung. Dann machen wir einmal die PCI-Verriegelung jetzt auf. Und die Grafikkarte, das müssten bei dem wieder die zwei oberen sein. Kann mich aber auch täuschen. Da haben wir zweimal Asus Strix GeForce GTX 1060 in der Overclocked Edition. Und es war natürlich, wie sonst immer, die falsche PCI-Abdeckung. So, du kommst da rein. Grafikkarte. Machen wir die schon mal wieder fest. Können wir eigentlich hier hinten gleich wieder zumachen. 1, 2. So, dann ist die Grafikkarte nämlich gleich mit festgeschraubt. Dann ein neues Netzteil. 500 Watt. Und Festplatte. 500 GB. Erstmal den Schacht rausschieben. Dann einbauen. Und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Jetzt gucken wir gerade mal kurz vom Albert Klein, ob der bestimmte Teile möchte. Nein. Okay, dann machen wir erstmal. Lassen wir noch offen. Lassen wir noch offen, weil wir erst die Kabel brauchen. Was nehmen wir denn da für Kabel? Ich hätte Bock auf weiße Kabel. Ich habe irgendwie Bock auf weiße Kabel, wobei das halt auch bei diesem Netzteil, dadurch, dass die Kabel hier so raushängen, werden die alle nicht gesleeved.
Das ist immer nur bei den Netzteilen, wo hier die Stecker tatsächlich auch direkt ins Netzteil reinkommen und das Netzteil selbst keine Stecker hat, die so nach außen liegen. So, dann hätten wir hier noch unseren Gehäuselüfter. Ne, warte mal, das ist ein Mochoni, das kommt hier hinten hin. So, die Kabel, die waren natürlich, die waren gesleeved. Das sind aber nur ganz wenige. Zum Beispiel wird ja auch noch, habt ihr mit Sicherheit schon gesehen, in den anderen Videos, das Kabel vom Laufwerk, also von der Festplatte zum Mainboard hin, das wird auch gesleeved. So, wo ist denn jetzt hier? Da ist der Anschluss. Den sieht man auch nur ganz, ganz schlecht. Dann gehen wir mal, warte mal, wir drehen mal so rum. Einmal den Stromanschluss hier unten dran. Und dann eben dieses gesleevte Kabel vom Laufwerk. Dann haben wir jetzt angeschlossen Gehäuselüfter. Wir haben das Mainboard angeschlossen ans Netzteil. Wir haben unsere Grafikkarte angeschlossen. Netzteil haben wir natürlich auch noch verbunden mit der Festplatte und die Festplatte wiederum mit dem Mainboard. Also können wir, $1,060 haben wir jetzt ausgegeben, $18 wären noch übrig. Können wir hier erstmal zumachen. Machen aber noch nicht alles zu, weil wir wollen ja auch erstmal noch unseren Test durchlaufen lassen. Dann schließen wir die Grafikkarte an, wir schließen das Netzteil an. Wir holen uns unseren USB-Stick fürs Betriebssystem. Ja, genau. Warum geht er nicht an, der PC? Ganz einfach. Weil wir... Hier hinten ist er. Der Drücker vorne am PC, mit dem wir hier den PC anschalten würden. Das würde mich mal interessieren, wo wird denn der hier... Weil manchmal kann man ja bei dem Gehäuse auch den Knopf drücken, ne? Aber ich glaube, hier geht es tatsächlich nicht. Da müssen wir es über den Stromknopf machen. Da ist natürlich wieder cool lila beleuchtet. Die Grafikkarte ist so, ja, türkis, würde ich sagen, ist sie beleuchtet. Vielleicht können wir da die Farben dann irgendwie kombinieren oder so. So, und in der Zwischenzeit holen wir uns mal einen anderen PC, den wir dann übertakten, während dann der Benchmark-Test hier läuft. Hier funktioniert schon mal alles, dann machen wir mal den 3D-Mark drauf. Und hier schließen wir einfach nur erstmal, während die Installation drüben gerade läuft, den PC an. Wobei wir brauchen den gar nicht hochfahren, wir müssen ja ins BIOS rein. Dann starten wir den PC neu und in der Zeit gehen wir hier drüben tatsächlich ins BIOS, dass wir da schon mal drin sind. 3600 hat er und 3948 hätte er gerne. So, hier starten wir unseren Benchmark-Test. Der läuft jetzt erstmal alleine vor sich hin. Und hier versuchen wir unser Glück, indem wir die Taktrate hochsetzen. 3948. Da müssen wir gucken. Wir gehen mal hier auf 39. Und dann schauen wir mal. 3952. Vielleicht kommen wir dann 65. Ne, dann ist es besser, wenn wir die Taktrate oben halten. Den Verhältniswert, den Takt unten halten. Dass wir knapp drüber sind. Dann erhöhen wir mal noch die Volt. Übernehmen das Ganze. Starten neu. Und klauen uns hier gerade mal unseren USB-Stick. Wir haben ja aktuell noch nur einen, aber ich will auch jetzt keinen zweiten kaufen, weil das sind halt auch $300. Die können wir sinnvoller woanders einsetzen, würde ich sagen. So, unser Overclocking-Tool wird installiert. Und wenn wir den dann haben, dann ist der nächste PC zum Übertakten auf 3900 MHz. Da können wir mal neu starten. Da ist also nicht ganz so hoch. Und hier die Werkbank für 4000. Das ist halt auch, das ist viel zu teuer noch. Da brauchen wir das Geld noch eher für was anderes. Da können wir dann mal schauen, was wir damit dann noch machen. Was wir noch an Zusatz-Unterstützungssachen, also diese zum Beispiel schnelle Verkabelungswerkzeuge, ob wir da in der Richtung irgendwas uns noch kaufen. So, CPU wird gedrosselt. Das heißt, wir können den Test schon mal abbrechen. Ein Budget haben wir von $29. Jetzt ist die Frage. Das heißt, die CPU wird zu warm. Ob wir
vielleicht noch einen Lüfter einbauen. Haben wir noch Gehäuselüfter da? Ich glaube nicht, dass es unbedingt viel bringt. Wir hätten noch einen Gehäuselüfter, ja. Wir können es mal probieren, ob es was bringt, dass wir hier vorne noch einen Lüfter mit reinmachen. Den bauen wir dann oben rein. So, 1, 2, 3, 4. Jetzt gucken wir erstmal, ob das noch von den Teilen her. Ja, $16 hätten wir noch übrig. Das passt. Also oben haben wir sogar auch noch einen Lüfter. Muss nicht unbedingt was bringen, ne? Da müssen wir halt einfach mal gucken jetzt. Und dann würde ich trotzdem zusätzlich noch versuchen, die Taktrate irgendwie runterzukriegen. Dass wir wirklich auf diese 48 kommen. 39, 78, 52. Ja, das ist alles. Es ist nicht ganz einfach. 63, 75. Ne, ich glaube, das Beste ist, wenn wir wirklich auf 52 gehen. Das ist so am nächsten dran, was wir schaffen können. Da ist halt wirklich einfach das Problem, die Geschwindigkeit. So, wir übernehmen das Ganze, starten das mal neu und versuchen es nochmal. Gucken derweil mal, was macht unser Benchmark-Test. 4042 haben wir. Erreichen sollten wir 2308. Also wir haben das weit übertroffen. Aber das Budget war auch entsprechend hoch. Das ist, was ich bei diesen PCs zum Bauen immer ganz cool finde. Die haben halt, also die geben auch entsprechend Budget frei. Da muss man dann sich keine Gedanken drum machen, vom Geld her, ob das dann irgendwie reicht. Das finde ich, also es ist echt schon sehr angenehm. So, ich würde sagen, zwischendurch machen wir mal eine kurze Diagnose. Und ich denke, den anderen Neubau, den schaffen wir dann auch noch. Das Einzige, was mir so ein bisschen Sorge bereitet, ist halt hier die CPU, ob wir die von der Temperatur her weit genug unten halten können, dass sie nicht gedrosselt wird. Und da wird sie wieder gedrosselt. Da müssen wir mal schauen, was der für ein CPU-Lüfter hat. So, warte mal. Ich muss gucken, wie er heißt. Ich weiß es nicht. Boot neuzeitlich ist es. Aber ich habe halt auch keinen gebrauchten, der Cryoric H5 Universal. Moment. Prozessorkühlung da. Der H5. Der hat 65, ja, CFM, also vom Luftstrom her. Wenn wir den noch ein bisschen stärkeren Luftstrom hätten, würde es vielleicht reichen. Wir gucken mal. Na gut, dann räume ich den nochmal eben weg. Wir gucken gerade mal, was wir hier drin haben. Der Arctic Freezer. Der hat 100. Dann nehmen wir gerade mal den PC raus und bauen mal hier den CPU-Lüfter raus. Das müsste dann auf der Seite sein. So, Moment mal, wo waren jetzt hier die Schrauben? Hier oben. Dann müssen wir das Kabel. Tja, wo ist es denn? Könnt ihr es sehen? Ich ziehe einfach mal insgesamt die Kabel ab. Ich glaube hier, guck mal, da unten hat sich's versteckt. Fast nicht zu sehen. Machen wir hier gerade mal den Strom weg. Dann ziehen wir jetzt hier auch noch mal das Stromkabel ab. Man sieht halt so gut wie gar nichts. Da ist es ganz mini klein und in grau. Wärmeleitpaste drauf. Prozessorkühlung. Na toll, der muss drauf bleiben. Ist das dein Ernst? Wenn das so ein Eigentumsding ist, dann muss der drauf bleiben. Dann kannst du keinen anderen einbauen. Das ist halt das mal richtig ätzend.
Das ist mal richtig ätzend. Weil wir haben keinen wirklichen Vorteil durch die Lüftung hier bekommen. Das wird ein harter Brocken. Das wird ein harter Brocken. Dann schauen wir mal. 37, 63. 3948, da kommen wir hin. Wenn er das überlebt, haben wir genau den Wert, den wir brauchen. Kann natürlich sein, dass das halt auch entsprechend so dann gedacht ist im schweren Modus. Jetzt schauen wir mal, drückt mal alle die Daumen, dass wir es auch wirklich schaffen, dass die CPU nicht gedrosselt wird. Nein, sie wird nicht gedrosselt, obwohl wir die Temperatur überschritten haben. Aber wir haben zumindest die CPU so weit, dass es alles passt. Ich sehe sonst noch keine Probleme. Die Watt passen noch, auch wenn die gerade noch ein bisschen steigen. Gut, die Grafikkartentemperatur, die passt auch. Und wir haben es. Test abgeschlossen. Also wir müssen tatsächlich echt immer so ein bisschen damit spielen. Jetzt hat er halt einfach noch einen neuen Gehäuselüfter bekommen. Ich meine, es ist im Budget drin. Von daher, warum nicht? Warum nicht? So, wo stelle ich denn dich jetzt? Ich stelle dich einfach mal dahin. Er wollte aber auch sonst nichts haben, glaube ich, ne? Oder? Komponenten von Arctic sollen ja ganz großartig sein. Oh, guck, da doch. Und er hat aber Viren drauf. Shit. Seht ihr, das hätte ich fast schon wieder überlesen. Wir müssen noch einen Virenscanner installieren. Also, sorry, Leute. Da müssen wir nochmal ran. Da habe ich vorher gerade nicht aufgepasst. Weil wir wollen ja 5 von 5 Sternen haben und das wäre schade, wenn wir nur wegen so einem Mist das nicht bekommen. Und dieser Arctic-Lüfter, den wir da haben, den haben wir nicht mal angeschlossen. Aber es sagt auch keiner was. Mensch, sowas Blödes. Das war jetzt ja wirklich echt doof von mir. Das war ja mal richtig doof. Lass uns sogar mal schauen, wo der hier seinen Anschluss hat. Normalerweise immer irgendwo am Rand. Na? Weil sehen kannst du tatsächlich einfach nicht. Also ich sehe ihn zumindest nie. Aber den sollten wir anschließen, das ist auch, guck mal, hier unten in der Ecke. Den musst du erstmal finden. Den musst du wirklich erstmal finden. Und ich sehe halt auch auf dem Mainboard jetzt gerade so gar nichts, was Anschlüsse angeht, weil es halt einfach so dunkel ist. Mach aber den Strom aus. Haben wir ihn jetzt noch eigentlich? Ne, haben wir nicht. So, jetzt haben wir ihn wieder. Da vorne kommt er hin. So, also, PC lädt Betriebssystem, der Lüfter läuft jetzt vorne. Vielleicht ist er auch deswegen dann ein bisschen zu heiß geworden, weil wir haben Lüfter eingebaut, der aber gar nicht funktioniert hat. Das ist halt echt ein bisschen dämlich gewesen. Aber naja, das gehört mit dazu. So, wir installieren noch den Virenscanner. Den PC hier drüben, den bauen wir jetzt mal wieder zusammen. Dann gehen wir die Seitenwand wieder rein. Den Lüfter, den lasse ich jetzt einfach mal draußen. Ich meine, wenn wir den irgendwo brauchen, dann können wir ihn hier tatsächlich auch einfach nochmal uns herholen. So, der fährt jetzt neu hoch. Den haben wir gebaut. Da sollten wir eine Diagnose stellen und das machen wir jetzt auch. Ich mache oben nochmal die Klappe auf. Das ist ja, also das mit dem Kabel anschließen hier ist echt mal voll der Krampf. Hat einer von euch schon mal irgendwann so ein Gehäuse gehabt oder gesehen? Also ich finde es echt irgendwie ein bisschen ungeeignet, muss ich sagen. Ja, das ist recht eindeutig. $213 Budget haben wir übrig beim Geiger. Er lässt sich nicht mehr einschalten. Kunststoff Hellgrau-Kabel. So, dann würde ich sagen, ich könnte mir vorstellen, dass die Grafikkarte einen Knacks hat. Und das Netzteil Cooler Master. Dann gucken wir mal, dass wir da irgendwie rankommen.
Bauen gab mir die ganzen Teile ab. Und ich würde gerne die ganzen Kabel hier abziehen, aber das wird wahrscheinlich so einfach nichts. Wir müssen eh andere Kabel installieren. Dann ziehen wir jetzt einfach mal alles, was wir hier irgendwie haben, runter. So, wir machen auch den Stromanschluss raus. Und jetzt können wir oben das Netzteil abnehmen. Und wir haben zufälligerweise ja noch eins da für den anderen Neubau. Das bauen wir jetzt erstmal ein. Und was für eine Farbe hätte er gerne? Kunststoff-Hellgrau-Kabel. Das ist aber hässlich. Kunststoff-Schwarz, Kunststoff-Einfarbig-Hellgrau. So, jetzt geht hier die Sucherei wieder los. Das finde ich zum Zusammenbauen, finde ich das kein cooles Gehäuse. Guck mal, die ganzen Anschlüsse von dem Netzteil liegen hier unten drin. Und du musst irgendwie versuchen, da deine Verbindungen herzustellen. Also schön ist anders irgendwie, meiner Meinung nach. Lass mal gucken, da unten ist noch, wobei die sind alle. Ich hoffe, dass der noch ans Mainboard angeschlossen ist, ansonsten müssen wir gleich mal schauen. Dann haben wir hier drüben unsere Festplatte, die wir anschließen müssen. Und die müssen wir jetzt auch wieder ans Mainboard anschließen. So, und dann machen wir gerade mal den Stecker oben rein. Geht trotzdem nicht an. Dann ist vermutlich, leider, das Mainboard noch kaputt. Ein DFL A320M 4-Tune. Oder 4-Tune. Ein DFL 4-Tune. Das kostet 190. 213 hat er. Also eins von den Teilen muss gebraucht sein, dass wir es schaffen können, das vernünftig abzuschließen. So, was haben wir denn hier? Das wäre ja ein Traum, wenn die Hauptplatine noch gut ist. Entweder eins von beidem brauchen wir von dem PC. Shit. Wir lassen gerade mal hier den Virenscanner durchlaufen. Dass wir den PC abgeschlossen haben. Da ist alles fertig, den können wir wieder runterstellen. So. Und dann holen wir uns jetzt den anderen PC wieder raus. Unseren kleinen Zombie und schlachten den mal aus. Da werden wir jetzt wahrscheinlich nicht drum rumkommen, alles abzubauen. Weil wenn wir ans Mainboard ran wollen, müssen wir ja auch entsprechend gucken, dass wir alle Teile runternehmen. So, jetzt müssen wir mal schauen. Kann man hier an der Seite noch irgendwas runter machen? Nee, ne? Das ist das Mainboard, das ist klar. Aber zum Beispiel hier der Stromanschluss von der Grafikkarte, der ist hier unten drin irgendwo. So, ein Kabel, zwei Kabel. Dann können wir die Grafikkarte rausnehmen. Dann ziehen wir hier gerade mal alles ab. Holen uns den Prozessor noch mit runter. Holen uns den Arbeitsspeicher runter. Ah, da habe ich gerade einen falschen Clip aufgemacht. So, Kabel ab, Kabel ab. Na, jetzt habe ich irgendwie die Frontblende abgemacht. Und dann machen wir einmal hier das Mainboard raus. Da die Abstandhalter noch. Und dann schauen wir mal. Hauptplatinen. Es ist noch gut. Wir können es benutzen. Perfekt. Grafikkarte ist auch noch gut. Da frage ich mich wirklich, was an dem Teil hier kaputt ist. Am Ende ist es tatsächlich wirklich das Netzteil hier. Netzteil. Nö, das ist auch gut. Ich habe keine Ahnung, was an dem Teil hier kaputt sein soll. Aber es ist tatsächlich noch intakt. So. Die Deckenplatte wollen wir nicht. Wir wollen die Frontblende. Dann wollen wir die PCI-Verriegelung. Das machen wir jetzt alles wieder fest, weil das ist jetzt ja quasi das Gehäuse, wie wir es haben. Und das behalten wir jetzt auch so. Auch die Lüfter, die drin sind, die lassen wir noch drin, weil das sind ja die Gehäuselüfter. Jetzt haben wir quasi ein gebrauchtes Gehäuse, was wir nutzen können für irgendeinen PC-Bau oder so. Wenn wir es haben wollen. So.
ein neues Netzteil. Das können wir dann drin lassen. Beziehungsweise halt ein neues bestellen. Wir gucken mal auf die Zeit, die wir haben. So, jetzt machen wir hier gerade mal die Schrauben raus. Welche habe ich jetzt übersehen? Irgendeine habe ich doch. Hier unten war noch eine. Da war noch eine. Jetzt ist es weg. Die Grafikkarte. Einmal den Stecker ab. 1, 2. Dann den Arbeitsspeicher runter. So, was fehlt noch? Hier ist noch ein Stecker. Das noch zu. Hier vorne ist noch ein Stecker. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Achso, die Kabel oben sind ja noch angeschlossen. Die müssen noch raus und jetzt können wir das Mainboard abbauen. So, schauen wir mal, wo die ganzen Schrauben sind. 1, 2, den haben wir schon. 3, 4, 5, 6. Runter damit, Abstandhalter raus. Und jetzt schauen wir gerade mal kurz im Inventar nach. Das ist noch okay. Shit. Dann war es das nicht. Ach, das ist doch. Dann habe ich mit Sicherheit gerade übersehen, dass dieser Drücker vorne am PC nicht angeschlossen ist. Dann habe ich den vermutlich aus Versehen abgebaut. Dann müssen wir das gerade nochmal zusammenbauen. Aber dann sehen wir jetzt auch gleich, da kommt nämlich jetzt kein Eigentum, dann ist es die Grafikkarte, die tatsächlich kaputt ist. Die R9 280 Gaming 3G, haben wir die nicht noch da? R9 280, da haben wir, glaube ich, da hatten wir nur noch. Da hatten wir nur noch intakte, die wir da hatten. Dann schauen wir gerade mal an der Stelle. Bauteilleistung, die R9 280. So, wo haben wir die denn, die 280? R9 280 Gaming 3G. Das war die kaputte, ne? So, jetzt können wir mal schauen, ob wir hier zwischendurch irgend so eine kleine alte finden. Eine GTX 950, die ist wahrscheinlich unten drunter, ne? Weil auch die 960er unten drunter sind, jawohl. Was haben wir noch im Angebot? Wir haben, gut, die 960 ist auch drunter, vielleicht die 1050 Ti. Mal schauen, 1050 Ti. Aber ich meine, die habe ich hier unten irgendwo gesehen. Da ist eine Overclocked Edition, 1050, 1050. Die sind also auf jeden Fall auch weiter unten. Dann werden wir vermutlich um so eine R9 280 GR8 3G nicht rumkommen. Also die GTX 960 Gaming. Die ist, glaube ich, auch. Ne, die ist auch hier unten. Die ist auch weiter unten. Dann wird es eine von den gebrauchten hier. So, da haben wir das Netzteil getauscht. Wir haben die Grafikkarte getauscht. Wir hätten jetzt noch $92 übrig. Ich hoffe mal, dass jetzt sonst nichts mehr kaputt ist. Dann machen wir gerade mal Wärmeleitpaste drauf. Prozessorkühlung. Ja, dann machen wir den wieder dahin, wo er eben war. Und ansonsten haben wir ja nichts ausgebaut, ne? Und der wollte die grauen Kabel haben. Da haben wir die noch ausgewählt. Einfarbig hellgrau, sehr gut. Dann kommst du noch drauf. So, du kommst dran. Jetzt müssen wir mal gucken. Der ist angeschlossen. Haben wir sonst noch Gehäuselüfter oder so? Hatten wir gar keinen, ne? Fällt mir gerade auf. Hatten wir gar keinen, dann machen wir gerade mal die Festplatte ran. So, die kommt wieder hier unten dran. Strom war noch angeschlossen.
Jetzt müssen wir mal gucken, wo der hier angeschaltet wird. Ich sehe hier echt keinen Anschalter irgendwie. Da muss ich jetzt mal ein kleines bisschen suchen. Na gut, das war vergleichsweise einfach. Da oben steckt er. Wobei ich hier auch keinen... Ach doch, guck mal, hier ist der PC zum... Oh, das habe ich gedrückt. Der ist doch noch gar nicht angeschlossen, Entschuldigung. Der ist doch noch gar nicht fertig angeschlossen. Da müssen wir jetzt gleich nochmal ran. So, Fehler, keine Tastatur. Ja, ist klar, weil die war ja auch nicht angeschlossen. So, jetzt schauen wir mal. Haben wir die Diagnose schon gestellt? Nein, haben wir nicht. Jetzt bin ich aber verwirrt. Das Netzteil war kaputt. Die Grafikkarte war kaputt. CPU-Lüfter ist noch nicht angeschlossen. Kabel. So, CPU-Lüfter. Wieder aus. Das langt uns immer noch nicht. Ja, was zum Teufel könnte denn jetzt noch kaputt sein? Da bin ich jetzt echt gerade mal ein bisschen überfragt. Wir schließen gerade mal unseren USB-Stick an. Da machen wir gerade mal einen Virenscanner drauf. Er hat irgendwas vom Funkenschlag, hat er gesagt, ne? Jetzt lässt er sich nicht mehr einschalten. Versuchen Sie erst gar nicht, irgendwelche Gebrauchte und ziemlich viel ausschließlich Neuware. Ja, Pech, dann musst du mal halt ein bisschen dein Budget auch erhöhen, du komischer Kauz. Haben wir Wärmeleitpaste drauf gemacht? Könnte höchstens sein, dass ich Wärmeleitpaste vergessen habe. Aber ansonsten, es läuft halt alles, ne? Netzteil ist wieder gut. Der Lüfter läuft. Einen anderen Lüfter haben wir keinen. Oder sagt er, oder zickt er rum, weil die Grafikkarte zu schlechter ist. Aber wir haben hier die R9280. Ach, shit. Shit, hier unten. R9280, GR8, 3G und hier oben ist die andere Grafikkarte. Mist. Da habe ich mich mal gekonnt verlesen. Dann haben wir, glaube ich, keine Grafikkarte, die entsprechend gut genug ist. Wir haben 960, 960, 960. Nee. Verdammt. Dann müssen wir da eine neue Grafikkarte kaufen. Grafikkarte. R9280 Gaming. 3G. Ja, genau. Die kommt in den Warenkorb. Dann müssen wir die bestellen. Da ist das Problem. Wobei, dann lassen wir den PC da stehen. Ich guck mal. Dann machen wir gerade mal noch schnell die anderen Diagnosen durch. Oh, bis heute abschließen. Müssen wir gucken, vielleicht, dass wir die Teile dann gleich insgesamt bestellen. Ja, er ist verstaubt. So, einmal noch die Grafikkarte, dann das Netzteil. Das werden wir jetzt heute leider nicht ganz fertig bringen, weil ich einfach das mit der Grafikkarte ein bisschen übersehen habe. Kein Bootgerät, Festplatte kaputt. Okay, $38 übrig. Puh. Da müssen wir mal gucken, was wir hier für eine Festplatte haben. Wahrscheinlich wieder eine, die wir sonst so jetzt nicht im Angebot haben als gebrauchte Festplatte. So, komm, Kabel ab. Festplatte, 320 GB kaputt. Da würden wir auf 240 GB kommen.
Da haben wir sonst nichts. Haben wir auf PC Bay irgendwas? Ja, da hätten wir halt auch nur noch einen PC. Der allerdings noch komplett gut ist. Da haben wir Lieferzeit 6 Tage. Und da ist aber die Siegbedingung, dass wir es heute abschließen. Also da können wir nicht drauf warten. Da können wir nicht drauf warten. Wir können allerdings die Grafikkarte kaufe ich mal. Und da haben wir eigentlich auch noch genug. Wollen wir den PC, kaufe ich den PC noch? Ich glaube, den kaufen wir noch, um den dann ausschlachten zu können. Ja, gut. Das gibt halt wieder eine negative Rezension. Ich kann es nicht ändern. $38 haben wir zur Verfügung, 40 kostet es. Aber das haben wir halt jetzt erst feststellen können. Das haben wir leider erst jetzt feststellen können. Dann hätten wir jetzt noch eine Diagnose. Bei dem haben wir 9 Tage Zeit. Das heißt, wir müssen jetzt einen PC müssen wir hier einmal wegnehmen. Und hier kurz zwischenparken, dass ich gucken kann, was hier kaputt ist. Dann bestelle ich nämlich alle Teile für heute. Das heißt, $100 Versand. Aber mit den insgesamt den Arbeitskosten bleiben wir da trotzdem im Plus. Ich mache schon mal alles auf. Und dann packen wir hier gerade eben schnell mal noch alles ran. Das will ich wenigstens noch mit euch fertig machen. Ich finde es immer blöd, wenn wir nur so zwischendrin aufhören. Aber ich will die Folgen auch nicht unendlich lange machen. Das ist relativ eindeutig, würde ich sagen. Da hat die Grafikkarte einen Knacks. Sie zeigt nämlich nichts an. So, da gucken wir mal. PCI-Verriegelung. Vielleicht können wir das sogar noch relativ easy machen. Das sieht nämlich aus wie eine Grafikkarte, die wir kennen. R9280 GR8 3G kaputt. Die können wir gleich verkaufen und können dafür. Achso, ja, Entschuldigung. So können wir natürlich nichts einbauen, wenn wir einfach nur im Menü sind. Dann schließen wir hier einmal wieder alles an. Diagnose gestellt, Betriebssystem läuft. Strom an. Gerade mal noch die Seitenteile wieder zugemacht. $86 hätten wir übrig, 152 Budget hätten wir. Jetzt können wir gucken gerade noch mal kurz bei der Grafikkarte, was die kosten würde. Kostet 160. Das war die 280, ne? 160 kostet die 152 hatte. Also da müssen wir auf jeden Fall einen Gebrauchteil nehmen. Geht gar nicht anders. Dann gucken wir nur noch mal, ob der M-Moos sonst noch was hat. DFL, ich hatte schon ordentlich Probleme, bei denen Leute keine vernünftigen Tests gemacht hatten. Also gut. Das ist hier wieder das Zeichen für einen Benchmark-Test, den wir durchführen sollen. Das heißt, Benchmark ran. Wir gehen mal in den Shop. Das ist hier gerade alles ein kleines bisschen schneller. Wir lassen für heute liefern. $100 Versand. Aber dann können wir wenigstens die Sachen auch abschließen. Gut, ich meine, jetzt haben wir eh schon ein bisschen überzogen. Das ist so schnell gemacht. Da holen wir uns jetzt gerade hier die Festplatte ran. Bei der Barbara schauen wir nur noch mal kurz, ob die vielleicht andere Kabel haben möchten. Kunststoff-Grünkabel. Gut, das mache ich jetzt noch offscreen. Staub weg. Kunststoff-Grünkabel kommen rein. Ja, das ist dann nicht das Problem. Und das andere, die Grafikkarte, die baue ich dann noch schnell hier in den PC mit ein. Da müssten wir dann auch, da baue ich es so um aufs gebrauchte Netzteil. Und dann sollten wir vom Preis auch trotzdem her noch im Rahmen bleiben, dass wir auf jeden Fall eine positive Rezension bekommen. Und dann machen wir das nächste Mal weiter mit dem einen PC, den wir noch bauen müssen. Da haben wir die Taktrate abgeschlossen. Hier müssen wir noch übertakten. Das heißt, einmal Neubau, einmal übertakten. Und bis zum nächsten Mal schaue ich dann auch schon mal hier die neuen Aufträge durch, die wir bekommen haben. Und besorge entsprechend die Teile, dass wir gleich losbauen können und wir nicht in der Folge erst noch einkaufen müssen. Bis dahin bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, dann macht's gut und haut rein.